entsprechender Wellenlänge. Ja, schau, ja, da kannst du schon deine Zeitung als Regenschutz hinhalten. So, er sucht, er sucht, er sucht. Aber findet leider nichts. Vielleicht geht das auch schon wieder nicht. Wer weiß. Oh, die Feuerwehr hat schon einen Einsatz. Ich muss immer mal einen Rettungswagen klauen. Muss man prüfen, ob ich den auch einsatzmäßig vorankomme bei GTA 4. Boah. Kann man einen Feuerwehrmann eigentlich hacken? Ich glaub's einfach nicht. Ja, ich glaub's auch nicht. Haben die voll weggerammt da. Er findet nichts, er findet kein Rennen. Gut, Wartezeit steht da 2 Minuten. Mal schauen, ob es wirklich so lange dauert. Gut, Entschuldigung. Sonst werden wir einfach dann wieder probieren, einen Hacking-Angriff zu starten. So, was haben wir jetzt hier in der Umgebung? Was haben wir denn da? Untersuchung. Okay. Da bräuchte ich jetzt aber ein Auto. Raus, sofort! Ja, mal mit rein. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hören Sie mich? Bleiben Sie bitte in der Leitung. Genau, wo ist? In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Ja, steht noch nichts mehr. Schaut, jetzt müssen wir mal schauen, ob ein bisschen was kriegt zum Herstellen, ne? Ohne das CTOS-Netz, so die Behörden, wären die Auswirkungen noch größer. So, gibt es hier was zum Finden da drin? Wo ist die Frage? Ah, oben ist die, sollte man mal raufgehen. Ah, im Innenhof. Ah, es wird da drinnen sein. Ja, wo ist schon. Wo geht das wieder hin? Wo geht denn das hin? Wo wieder Kamera dafür? Wer flucht denn eigentlich so? So, wo haben wir das jetzt? Da die Leitung geht. Ah, da ist sie schon. Da haben wir sie schon, sondern Sesam öffnet dich. Oh, wo ist das jetzt? Da drüben. Also eh offen. Wunderbar. Und da gibt es schon eine Kiste. Da. Oh, was ist da? Sprechender Elch. Die Freundin bringt aus dem Urlaub einen Papagei mit und soll ihn verzollen. Der Zöllner liest laut aus den Bestimmungen vor. Papagei ausgestopft, zollfrei. Papagei lebendig, 300 Euro. Da kriegt's der Vogel aus dem Käfig. Hey Leute, macht jetzt bloß keinen Scheiß. So, gut. Rennen findet der Kass, brechen wir ab. Dann probieren wir. Probieren wir eine Hacking-Geschichte. Also. Ziel zum Hack anfordern. Mal schauen. Ja, ist schon klar. Okay. Dann sag es! Ich liebe dich. Schon eine ganze Weile. Ich hab's gemerkt, als ich meine Katze bekam. Die Katze? Ja, hör zu. Wenn ich mit meiner Katze schmuse, ist es schwer zu sagen. Es lädt meine Seele. Aha, ich weiß, es ist. Okay, sehr dubios. Ist ja schon nur geflucht und jetzt auf einmal sagt er, dass da die Katze, die Schmusekatze ist. Nicht wurscht, soll ich Nägel? Schaut das ein bisschen aus. Ah, so schaut das aus. Da schau her. Mal sehen, wir sind aus der Nähe.
So Online-Hacking findet auch nichts, wie es ausschaut. Weil ich bin ja wichtig, deshalb. Ich bin wichtig. Da gibt es wieder jede Menge Bankomaten in der Umgebung, wenn wir gleich ausnutzen. Hey, hey, passen Sie auf! Ja, ganz ruhig. Ja, wenn wir da nichts finden, werden wir bei der Story ein bisschen weitermachen. Halt! Was? Verbrecher? Ruhig bleiben, Mann, ganz ruhig. So, 92.000 Dollar habe ich. Weil sie das gleich ein bisschen mehr werden. Wie viel kriege ich dazu? Nochmal 11.480 Dollar. Oh, so hier habe ich ein Spiel. Möglicher Gegner. Na bitte, dann akzeptieren wir das einmal. Very strong, uiuiui. Na schauen wir mal. Servus Tinikado, hallo. Beitritt fehlgeschlagen. So machen wir mal Online-Beschattung. Das müssen wir probieren. Fordern Sie ein Beschattungsziel an. So, Beschattung. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht auffliegt. Man nur ist gut. Aber nachdem wir ja Verfolgergrafik aktiv. Täten Sie Ihr Geschick, indem Sie ein Riversinfix ausspüren, Ihren Ziel, Profil des Fixes anlegen, seine Bewegungen und Aktionen observieren und unentdeckt bleiben. Tun Sie dem Fixer nichts. Die Daten sind wertlos, wenn ihm etwas zustößt. Okay, bin ich gespannt. Denken und verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Mal schauen wir mal, dass er nicht entdeckt würde. Aber den Fernseher von mir. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ah, oh, was wäre mit dem Auto gescheiter gewesen? Hat er mal 80 Meter? Was darf ich nicht mehr laufen? Was darf ich nicht mehr laufen? Da drüben geht er, schau. Da steht er herum. Aufpassen, dass ich nicht auffalle. Ganz normal da gehen. Unauffällig. Da, 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 da. Jetzt läuft er davon. Oh ja, mal hinterher ziehen da. Da, 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 ich bin unauffällig. Nicht. Keine Zeit für sowas. Das war mal einfach. Ha! Cool. Erfolg freigeschaltet. Stealth Cookie. Ja, man, das sind so kleine Sessions und kleine Runden, aber ich muss sagen, die machen schon Spaß.
Man sieht, es ist nicht der Online-Multiplayer, wie man ihn vielleicht so erwartet, aber das war schon in Ordnung. So, wie geht das jetzt mit, dass ich ihn da gehackt habe mit Laufpassen drauf? Nö. So, Verbrechen. Sollen wir geschwind da retten probieren? Oder 10 Meter wieder im Hinterhof, eh ganz klar. Also, eins muss ich schon sagen, also die wiederholen sich schon sehr oft und sind halt wirklich sehr regelmäßig. Und relativ simpel, muss man auch sagen. Aber gut, ist er da so? Hilf da rüber. Potenzielles Opfer. Wieso kann ich das nicht machen? Sicher kann ich es machen. Da ist der Verbrecher. Was macht der da? Ich versteck mich. Der Boss ist nicht glücklich mit dir. Nein, warte, das kannst du nicht. Verschwinde! Ratzfatz ging das, ratzfatz. Es ist übel, aber ging schnell. So. Wieder ein paar Punkte ergattert. Jetzt werden wir mal schauen, hier, wo es weitergeht mit der Story. Wo sind wir denn? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Hallo? Oh, ganz da drüben. Warte mal, wenn wir die Schnellreise bemühen, oder? Ah, nein, da fahren wir ein Auto. Da schnappen wir uns diesen schönen. Wo ist denn das? Bentley, Rolls Royce, irgend sowas. Schaut schon eher ein bisschen nobel aus, als wie sonst was. So muss ich in eine andere Richtung fahren. Dann drehen wir einfach mal um, oder? Entschuldigung! Entschuldigung. Willkommen zu unserem Beitrag Power Profiles. Heute so, ist aber gut ausgegangen. Was ist mir eigentlich alles los da? Er ist einer der mächtigsten und respektiertesten Männer Chicagos. Sein Imperium erstreckt sich über das ganze Land bis nach Übersee. Sein persönliches Vermögen wird auf 40 Milliarden geschätzt. Ihm gehören Gebäude, Land, Hotels und mehrere erfolgreiche Geschäfte. Was ist los? Was wird da? So viel Glück haben. Finden wir es raus. Wir waren sehr arm. Es gab 7 von uns. Meine Brüder, meine Schwester und meine Mutter. Sie brachte uns aus Galway nach Amerika. Stellen Sie sich vor. Wir waren glückliche kleine Kinder, freuten uns auf ein neues Leben. Ganz neue Geschmäcker. Neue Dinge zu sehen. Meine Schwester starb. Bevor wir an Land gehen konnten. Und danach waren so, wir nur noch zu sechs. Donald du, also unter dem Fluss durch. Auf der Seele. Und dann. Bis heute. Hallo bei Power Profiles. Ab hier ins Ländliche, oder wie? Vorstadt. Philanthrop, Geschäftsmann, vermeintlicher Mafia-Boss. Über Jahrzehnte baute Quinn sein Vermögen auf. Er ließ Chicago zahlreiche Spenden zukommen, um die Kunst und die Bildung mit Stipendien zu fördern. Wir lernten früh hart zu arbeiten. Wohl Schwäche. Ja, Feuerwehrboxen am Hügel rauf mit schweren Lastung, ja, ganz klar. So konnte mein jüngster Bruder die Schule besuchen. Wir erhielten eine strenge Erziehung. 5 Cent waren Gold und mussten auch so behandelt werden. So, pass auf. Wert des Geldes lernte ich schon sehr früh kennen. In der Tat. Aber die harte Arbeit brachte sie nicht aus dem Armenhaus. Nun, sie starb, wissen Sie. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ah, jetzt haben wir Glück, oder? Die Jungs zu füttern. Nach der Pause geht es direkt weiter. Victor, was ist latschen denn mitten am Weg herum? Oh, Friedhof. Da schreit wieder noch eine Erinnerung.
Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Ja, ich glaube, vergessen ist der falsche Weg eigentlich. Vergessen, das muss man es nicht. Ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Oh, da haben wir gerade ein Sightseeing-Objekt, das wollen wir uns gleich schnappen. Oh, ich glaube, wir haben es beobachtet, beim Hacken kann das sein. St. Joseph's Friedhof. Was heißt, ich bin ein Verbrecher aus dem Fernsehen? Ich bin kein Verbrecher, hallo? Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man das jetzt hier auf diese freundliche Weise spielt, wie, also auf die positive und die negative Variante. Ich glaube, das macht den Unterschied aus, dass man hier jetzt eben nicht angezeigt wird. Ich kann mir vorstellen, wenn man als Böser spielt, dann kann das relativ flott gehen. Ich weiß es nicht, vielleicht spielt ja jemand von euch als Böser. Wäre es mir interessant, wenn ihr das hier aus die Kommentare hier im Chat oder bei dem Video noch reinschreibt, was das eigentlich für einen Unterschied macht, wie man spielt. So, sollen wir so eine Beschattung machen, ha? Online-Entschlüsselung, das ist eine Mehrspielergeschichte. Online-Rennen, wo ist nochmal Rennen? Vielleicht findet er eine öffentliche Session. Die Frage ist, wo latschen die Leute eigentlich hin? Das denke ich mir immer wieder bei diesen Open-World-Games. Was machen die eigentlich? Ich latsche einfach mal hinterher. Wahrscheinlich geht die ewig irgendwo hin. Wo sie schreit immer mal, dass ich sie verfolge. Uah. Ist aber nicht so. Das hast du gefunden. Schau, warten auf Ende des Rennens. Oh, jetzt gibt es einen Online-Race. Yeah. Gottes Willen, was denn da passiert? Ich verstehe es nicht. Ja, nicht. So, wo laufst du jetzt hin? Was
Was hat denn er damit? Er vergisst die Katzenkiste nicht. Ist da Katze drin? Hallo? Mietz, Mietz? Nö, ist leer, oder? Hoffe, dass leer ist. Nein, man hört nichts mehr an. Nö. Okay. Dann halt nicht. So, warten auf Ende des Rennens. Ja, hoffe, ist er bei mir vorbei. Oh Gott. Der Feuerwehrwagen ist immer dasselbe, der 41er, gell? Veganer, hat ein Bankkonto. Naja, habe ich nur ein paar Kröten wahrscheinlich drauf. Tief religiös, Parkplatzwächter. Aber er soll nicht reich sein. Was gibt's denn hier auf der Karte? Was ist das da? Wetten. Oh, Poker. Da gehen wir hin. Das probieren wir mal. Das Online-Rennen wird eh nichts. Brechen wir ab. Jetzt gehen wir mal pokern. So, irgendwie über den Zaun rüber hüpfen, dann müsste ich schon fast da sein.